Ja, wir sind kurz vor dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Da bietet sich's an, dass die Linke nochmal ihre Vorstellungen vorträgt für eine Lohnoffensive, die die nächste Legislaturperiode dauern soll. Heute fordert ja bekanntlich der EU-Sozialkommissar Laszlo Andor in der Süddeutschen, dass steigende Löhne in Deutschland dringend notwendig sind und Deutschland von seinem einseitigen wirtschaftlichen Exportmodell sich verabschieden soll, weil es die ganze Eurozone in die Bredouille bringt. Wir wissen alle, die Eurozone wird nicht funktionieren, wenn ein Land dauerhaft Überschüsse erwirtschaftet und die anderen ständig die Defizite tragen müssen. Und Deutschland lebt hier ganz klar unter seinen Möglichkeiten. Die Vorstellung, dass der Staat nicht aktiv in die Lohnpolitik eingreifen kann, ist noch niemals richtig gewesen. Wir wissen alle, dass seit der Agenda 2010 sehr aktiv in die Lohnpolitik eingegriffen wurde. Insbesondere muss jedem deutlich sein, wer die Leiharbeit erleichtert, betreibt praktisch Lohn- und Sozialdumping. Wer auf einen gesetzlichen Mindestlohn verzichtet, Hartz IV-Sätze als Lohnuntergrenze einführt, betreibt Lohndumping. Wer das Rentenalter auf 67 Jahre anhebt, betreibt Lohndumping. Und deshalb das Resultat: Deutschland betreibt schon seit über 15 Jahren negative Lohnpolitik. Wir sind leider Gottes 2% unterhalb dem Reallohnniveau der Jahrtausendwende. In der Wirtschaft wachsen die Renditen, die Wirtschaft selber wächst auch, aber die Löhne sind tendenziell gesunken. Deshalb, wenn wir über Verteilungsgerechtigkeit diskutieren, dürfen wir nicht nur über die Steuern reden, sondern wir müssen auch über die Löhne reden. Dazu gehört, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt werden muss und wir zu einem dauerhaft tragfähigen wirtschaftlichen Entwicklungsmodell in Deutschland und Europa kommen müssen. Dazu jetzt Klaus Ernst. Ja, meine Damen und Herren, was wir feststellen können, ist, dass durch diese Politik von Rot-Grün in den vergangenen Jahren der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen dramatisch abgenommen hat. Der war im Jahre 2000 bei 72,1%, ist dann mit einem Tiefstand von 63,2% inzwischen bei 68% angelangt. Das sind 4% weniger als im Jahre 2000. Das heißt, die Lohnquote hat sich dramatisch nach unten entwickelt. Das macht 112 Milliarden Euro im Jahre 2012 aus, die den Löhnen fehlen, die den abhängig Beschäftigten fehlen. Wenn wir den Hinweis geben, wenn man davon die Sozialversicherungsbeiträge rechnet, 20% Arbeitnehmerbeiträge, 20% Arbeitgeberbeiträge, sind wir allein schon bei 40 Milliarden mehr für die Sozialversicherungssysteme. Das heißt, wir bräuchten uns über verschiedene Fragen, wie finanziert man eine Gesundheit vernünftig, was machen wir mit den Renten vernünftig, überhaupt nicht mehr beschäftigen, wenn wir wieder eine vernünftige Lohnentwicklung hätten. Wir schlagen deshalb eine richtige Kehrtwende in der Lohnpolitik für unser Land vor. Wir wollen eine positive Lohnentwicklung erreichen und wir wollen, dass wir bis zum Ende dieses Jahrzehnts tatsächlich Europameister bei der Lohnentwicklung sind, genauso wie es auch die Europäische Union in ihren Aussagen vorschlägt. Wie wollen wir das erreichen? Wir wollen, dass in dieser Legislaturperiode, in den nächsten 4 Jahren, die Reallöhne in der Bundesrepublik Deutschland um 10% steigen. Jetzt wissen wir auch, dass wir als Gesetzgeber nicht die Löhne festlegen. Aber wir wissen auch, dass wir Lohnbremsen, Lohnschranken in der Gesetzgebung haben, die Rot-Grün eingeführt hat, die Schwarz-Gelb weitergetrieben hat. Und genau diese Lohnbremsen, die wollen wir lockern. Die wollen wir aus diesen gesetzlichen Bestimmungen rausnehmen. Für uns wird diese Frage, die Frage der Lohnentwicklung, in diesem Wahlkampf eine ganz besondere Rolle spielen. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt erläutern und darstellen, wie wir denn diese Lohnbremsen aus dem Gesetz rausnehmen wollen, was wir konkret vorschlagen. Das Erste, wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn flächendeckend von 10 Euro pro Stunde. 8 Millionen Beschäftigte könnten davon sofort profitieren und die Einkommen würden allein über diese Maßnahme um 26 Milliarden Euro steigen.
Und zwar für die Menschen, die es am dringendsten nötig haben, weil sie wissen, dass man von dem, was bei uns an Löhnen bezahlt wird, nicht mehr leben kann. Wir wollen, dass über eine Kommission von Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeber und wissenschaftliche Institute der Lohn letztendlich, diese Lohnhöhe letztendlich für den Mindestlohn vorgeschlagen wird. Und wir wollen allerdings im Gesetz festlegen, dass die Anpassung an die Inflationsrate gesetzlich geregelt ist. Und wir wollen, dass ein Verbot sittenwidriger, niedriger Löhne gesetzgeberisch verboten wird. Bis zum Ende der Wahlperiode sollte der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden, sodass dann tatsächlich vernünftige auch Rentenbeiträge bezahlt werden, die den Menschen ermöglichen, auch wenn sie den Mindestlohn haben, in eine Rente zu gehen, die über der Grundsicherung im Alter liegt. Das heißt, sie müssen dann eben nicht mehr aufs Sozialamt. Das ist die erste Maßnahme, flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Die zweite, wir wollen den Tarifvorbehalt im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ersatzlos streichen. Was bedeutet das? Wir haben gegenwärtig im Gesetz stehen, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, auch für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Allerdings eben in der Weise, dass durch Tarifvertrag von dem abgewichen werden kann. Und leider wurde aufgrund der fehlenden Kampfkraft der Gewerkschaften auch in diesem Bereich oft nach unten von diesem Prinzip abgewichen. Das heißt, wir kriegen sehr schnell das Problem, gleiche Arbeit, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, gleiche Arbeitsbedingungen geregelt, indem wir schlichtweg dieses Gesetz so ändern, dass gleicher Lohn bei gleicher Arbeit gilt und nicht durch Tarifvertrag abgeglichen, angeglichen, nach unten möglicherweise verändert werden kann. Im Übrigen schlagen wir vor, dass wir, was Leiharbeit angeht, dieselben Regelungen machen wie in Frankreich. Dort gibt es schlichtweg einen 10-prozentigen Aufschlag auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeit als Flexibilitätszulage für die beschäftigten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Auch das wäre bei uns eine vernünftige Lösung. Wir haben ebenfalls vor, die Überlassungsdauer zu begrenzen und damit den Begriff vorübergehend als Leiharbeiter beschäftigt zu definieren, dass Leiharbeit nicht ausufert und Leiharbeit sozusagen nicht immer mehr, was wir bei uns erleben, reguläre Beschäftigung ersetzt. Die zweite Möglichkeit. Den dritten Vorschlag, den wir machen, der betrifft die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung, die wir zurzeit bei uns im Gesetz stehen haben. Was bedeutet das? Wir haben den Fakt, dass bei den unter 25-Jährigen 40% nur noch befristet beschäftigt sind. Ohne die Lehrlinge. Unglaublich. So, das ist dem geschuldet, dass eben Rot-Grün und auch Schwarz-Gelb die sachgrundlose Befristung letztendlich im Gesetz stehen haben. Und wir wollen das ändern. Wir wollen, dass befristete Beschäftigung nur noch dann möglich ist, wenn es tatsächlich einen sachlichen Grund für eine bestimmte Befristung gäbe. Vierte Möglichkeit, diese Lohnschranken aus dem Gesetz rauszunehmen, ist, die Tarifbindung zu erhöhen. Wir wollen es erleichtern, dass Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt werden können und damit auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt, wo der Arbeitgeber nicht sozusagen der Tarifbindung unterliegt, weil er nicht im Verband ist, nicht im Arbeitgeberverband ist. Das würde dazu führen, dass immer mehr Menschen wieder den tarifvertraglichen Bestimmungen unterliegen. Wir müssen also es erleichtern, dass wir eine Allgemeinverbindlichkeit kriegen. Das können wir dadurch hinkriegen, dass, wenn ein Antragsteller, also auch die Gewerkschaften alleine das wollen, die Möglichkeit besteht, das für allgemeinverbindlich zu erklären. Gegenwärtig braucht man immer auch die Arbeitgeber dazu. Und dass die oft kein Interesse daran haben, ergibt sich aus der Logik. Wir wollen im Übrigen auch ein Verbandsklagerecht, das unabhängig von den einzelnen Beschäftigten, der sonst seine tarifvertraglichen Bestimmungen einklagen müsste, auch die Gewerkschaften selber die Möglichkeit haben, für die Einhaltung ihrer Tarifverträge vor Gesetz, vor einem Richter zu kämpfen. Und der letzte Vorschlag, den wir machen, wir wollen, dass Arbeitgebern, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur noch prekär beschäftigen, also unterhalb des Standards, den wir bei uns in der Bundesrepublik haben, Leiharbeit, Befristung, Minijobs und so weiter, dass die ein besonderes Entgelt dafür zahlen müssen, dass sie nicht anständig zahlen. Und das kann man dadurch machen, dass sie den doppelten Beitrag zu den verschiedenen Sozialversicherungssystemen zahlen müssen. Normalerweise ist es so, dass Arbeitnehmer, Arbeitgeber hälftig die Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Wenn die Arbeitgeber, die ja letztendlich dann auch verantwortlich sind, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer wieder arbeitslos werden, weil ihre Befristung ausläuft. Wir wissen, dass auch solche Arbeitsverhältnisse krank machen, wenn man nicht
einen sicheren Job hat, sondern weiß, man ist nur befristet beschäftigt. Also auch die Krankenversicherung ist davon ja dann betroffen, dass eben Arbeitgeber, die solche prekären Beschäftigungsverhältnisse schaffen, den doppelten Beitrag für die Sozialversicherungssysteme zahlen. Und damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet werden. Für die Sozialversicherung wäre es ein Nullsummenspiel, aber für die Arbeitgeber wird es teurer. Und genau das wollen wir. Das sind unsere Vorschläge, die dazu führen, dass die Löhne wieder steigen könnten, ohne dass wir in die Tarifautonomie eingreifen. Das wollen wir nicht. Aber wir nehmen die Lohnschranken aus dem Gesetz raus. Und damit könnten wir unser Ziel, 10-prozentige Steigerung der Reallöhne in den nächsten 4 Jahren, erreichen. Ja, lassen Sie mich vielleicht noch eine kurze Anmerkung machen. Es gibt kein Industrieland, in dem die Differenz zwischen der Bezahlung von industrieller Arbeit und personennaher Dienstleistungsarbeit so groß ist wie bei uns. Nirgendwo wird für Altenpflege, für Gesundheitspflege, für die Erziehung der Kinder so wenig an Löhnen bezahlt wie in Deutschland im Vergleich zur industriellen Arbeit. Auch mit diesem Zustand müssen wir aufhören. Es gibt gar keinen Grund, warum die Pflege von älteren Menschen oder die Erziehung von Kindern weniger wert sein soll als industrielle Arbeit oder das Zusammenbauen von Autos. Also insgesamt müssen die Löhne steigen, aber in diesem Bereich müssen sie sehr stark steigen. Lassen Sie mich noch einige Anmerkungen machen zu den bekannt gewordenen Details des Cum-Ex-Skandals. Es scheint so zu sein, dass Banken doch durch ein 10 Jahre geöffnetes Steuerschlupfloch Milliardengelder am Fiskus vorbeigeschleust haben und wir es mit einem der größten Steuerskandale der Nachkriegsgeschichte zu tun haben. Wir müssen aber auch feststellen, dass hier die politischen Verantwortlichen mit drin hängen. Offensichtlich haben die Finanzminister verschiedener Regierungen zugeschaut, wie so etwas passiert wird und das Gemeinwohl von millionenschweren Vermögensbesitzern umgangen wird und betrogen wird. Und wir wissen ja auch, dass Beamte schon Herrn Eichel frühzeitig auf dieses Schlupfloch hingewiesen haben. Nichts passiert ist. Wir wissen, dass Herr Steinbrück informiert sein musste über diesen Zustand und auch nichts gemacht hat. Und insofern klingen ja auch alle Ankündigungen, dass man Steueroasen schließen will und mehr Steuergerechtigkeit herstellen will, etwas unglaubwürdig. Es gibt offensichtlich ein Auseinanderklaffen zwischen dem, was gesagt wird und dem, was getan wurde. Und wir erneuern nochmal unsere Forderungen. Einerseits müssen natürlich die Fakten hier auf den Tisch gelegt werden. Und wir brauchen für die nächste Legislaturperiode ganz sicher einen Untersuchungsausschuss. Das haben wir schon mal gefordert, der genauer untersucht, wie es möglich war, dass so viel Gelder in Steueroasen transportiert werden konnten und wie Generationen von Finanzministern zugeschaut haben, nichts gemacht haben. Und ein Untersuchungsausschuss muss diese Fakten auf den Tisch legen und muss Vorschläge machen, damit das in Zukunft verhindert werden kann. Lassen Sie mich auch noch eine kurze Bemerkung machen zu der Aussage von Herrn Steinbrück, dass bei der Aufhebung der Strafbefreiung durch Selbstanzeige, die ja jetzt von ihm auch gefordert wird, eine Bagatellgrenze von 50.000 Euro eingeführt werden soll. Es ist doch irgendwie bezeichnend, wie Herr Steinbrück 50.000 Euro Steuer, da geht es um Steuer, als Bagatellgrenze bezeichnen kann. Selbst wenn man hier über die Kapitalertragssteuer redet, dann geht es um ein zu versteuerndes Einkommen von 200.000 Euro. Und es geht eigentlich um Kapitalbesitz von rund 5 Millionen Euro, wenn man eine 4-prozentige Verzinsung annimmt. Also davon kann nicht gesprochen werden, dass es sich dabei um eine Bagatellgrenze handelt. Also wenn das Bagatellen sind, dann frage ich mich, was ein Normalverdiener, der das nicht einmal im Jahr verdient, dazu sagen soll. Für den sind es keine Bagatellen, sondern das sind Größenordnungen, die das Vierfache seines Jahresverdienstes sind oder sogar das 6- oder 7-fache des Jahresverdienstes einer Verkäuferin. Ich will auch noch ein bisschen auf die Verlogenheit dieser Debatte hinweisen. Die Linke, die Fraktion der Linken hat im Freitag einen Antrag gestellt im Bundestag, die Strafbefreiung bei Selbstanzeige aufzuheben
Und SPD und Grüne haben gegen diesen Antrag gestimmt, zusammen mit der Bundesregierung, wenn man es also wirklich ernst meint. Offensichtlich gab es ja da nennenswerte Meinungsänderungen übers Wochenende. Aber wenn man es wirklich ernst meint, dann kann man nicht im Bundestag solche Anträge ablehnen und hinterher praktisch vor den Wahlen wahlstrategisch sagen, jetzt gehen wir von diesen ganzen Positionen ab. Also ich glaube, da gibt es ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Lassen Sie mich noch was zu dem heutigen Treffen der Ostministerpräsidenten sagen. Wir erhoffen uns von diesem Treffen ein deutliches Zeichen an die Menschen in Ostdeutschland. Fakt ist, dass wir die Aufgabe haben, und es einen Grundgesetzauftrag gibt, gleiche Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herzustellen. 23 Jahre nach der Einigung kann davon immer noch nicht gesprochen werden. Die Ostdeutschen leiden unter einer doppelt so hohen Erwerbslosenquote, als es sonst im Schnitt der Bundesrepublik ist. Sie bekommen bei gleicher Arbeit lediglich 80% des Lohnes. Und wir sehen dort die Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse noch viel deutlicher und die Spaltung ist deutlich größer. Auch die Renten sind immer noch nicht angepasst, obwohl es versprochen wurde von Frau Merkel. Und deshalb brauchen wir eine Infrastruktur- und Wirtschaftspolitik, die tatsächlich geeignet ist, gleiche Lebens- und Arbeitsverhältnisse und Bezahlungsbedingungen in Ost und West herzustellen. Hier haben wir ein besonders großes Versagen der Bundesregierung. Und wir sagen auch, dass der Solidarpakt II nicht angetastet werden darf und überführt werden muss in einen Solidarpakt III, der aber nicht mehr nur praktisch die Strukturschwäche in den ostdeutschen Ländern angeht, sondern die Strukturschwäche in ganz Deutschland. Wir haben ja auch andere strukturschwache Regionen wie Teile des Ruhrgebietes oder in Bayern oder in Baden-Württemberg, also wo wir dringend Handlungsbedarf haben. Lassen Sie mich zum letzten Punkt kommen, Einschätzung des Parteitages der Grünen. Es ist ja schon erstaunlich, dass jetzt alle Oppositionsparteien einen Wahlkampf unter dem Begriff sozialer Gerechtigkeit machen. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nichts dagegen, wenn die Grünen in ihrer steuerpolitischen Vorstellung erhebliche Teile von den Linken abgeschrieben haben, aber wie immer natürlich nicht in der gleichen Konsequenz. Man muss natürlich sagen, dass die Steuersätze weitgehend immer noch unter der Zeit von Helmut Kohl bleiben und dass das, was die Grünen jetzt vorgelegt haben, auch bei weitem nicht ausreicht, um die Umverteilung von unten nach oben, die in den letzten 15, 20 Jahren stattgefunden hat, auch nur annähernd wieder auszugleichen, obwohl sie ja in der Öffentlichkeit da jetzt anders dargestellt werden. Ich will aber ein bisschen auf die Unglaubwürdigkeit auch hinweisen. Herr Kretschmann hat ja im Vorfeld, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein inszenierter Konflikt war für die Medien oder ein tatsächlicher Konflikt, da insbesondere aus mittelständischer Sicht die Steuerpläne der eigenen Partei etwas kritisiert. In seiner Abschlussrede war davon nicht mehr die Rede, aber was er dort auch gesagt hat, noch niemals wurde ein Wahlprogramm 1:1 in ein Regierungsprogramm überführt und er wollte damit praktisch die bürgerlichen Wähler eher beruhigen. Ich glaube, wir haben da ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass es so ganz ernst nicht gemeint ist und dass ich große Zweifel daran habe, dass sich die Grünen wirklich mit den Reichen und Vermögenden anlegen und einen großen Umverteilungsprozess einleiten wollen. Insbesondere besteht auch das Glaubwürdigkeitsproblem darin, dass sie zwar eine Koalition mit der SPD bevorzugen, aber mit der CDU nicht ausgeschlossen haben. Mit den Linken haben sie es deutlich ausgeschlossen, die Schlupflöcher zu einer bürgerlichen Regierungskoalition bleiben offen. Und da es momentan kaum eine Chance gibt, dass SPD und Grüne die Wahl so gewinnen, dass sie alleine die Regierung stellen können, bleibt es unglaubwürdig, dass ein Politikwechsel in diese Richtung wirklich umgesetzt wird und dass es wirklich ernst
damit gemeint ist. Aber trotzdem erstaunlich, dass linke Politik offensichtlich insofern wirkt, dass die Gerechtigkeitsfrage von allen Parteien aufgenommen werden muss. Also man kann nicht sagen, dass linke Politik hier ohne Wirkung bleibt. Im Gegenteil, alle anderen Parteien fühlen sich inzwischen bemüßigt oder sogar gezwungen, weil es eben Mehrheitsmeinungen auch der Bevölkerung sind, Elemente linken Gedankenguts und Elemente linker Programmatik zu übernehmen. Dazu gehört auch, dass auf dem Parteitag der Grünen die Mindestlohndebatte stattgefunden hat und auch die Debatte über Leiharbeit. Zwar nicht in der Konsequenz, wie wir uns das gerne wünschen. Es ist ein großer Unterschied, ob wir 8,50 Euro Mindestlohn bekommen, der bekanntlich nicht ausreicht, um im Alter eine Rente zu bekommen, die überhaupt über die gesetzliche Grundsicherung rausgeht, oder 10 Euro. Trotzdem sind wir sehr dafür, diese Bereiche zu regulieren. Und dazu gehört, und da haben wir natürlich auf dem Grünen Parteitag wenig gehört, eine Erhöhung der Löhne. Und damit möchte ich auch im Vorfeld des 1. Mai kurz schließen. Höhere Löhne und gute Arbeit sind eben zentrale Punkte zum 1. Mai der Linken.